Hi Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Furki Plays. Und heute, meine lieben Freunde, gibt es Top 5 Spieler auf jeder Position. Ich dachte mir, ich mache mal wieder so ein Video, weil es einfach wieder unfassbar viele neue Karten auf dem Markt gibt. Wie immer gerne ein Follow da lassen, ein Abo da lassen, dann verpasst du hier nichts mehr. Und unten in die Kommentare schreiben, falls ich einen Spieler vergessen habe oder irgendwelche Meinungen zu irgendwelchen Spielern. Egal, was euch in den Kopf einfällt, während ihr das Video schaut, schreibt es unten in die Kommentare. Ich sag jetzt schon mal, es geht um die besten 5 Spieler auf jeder Position. Ich werde darauf achten, dass wir jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit erneut und sonst was haben, aber es werden natürlich auch überwiegend teure Spieler im Video sein. Trotzdem werde ich zu jeder Position auch 2 Cheap-Varianten nennen, die ich auch sehr, sehr gut finde. Wir fangen mit der Torhüter-Position an. Ich habe auch mal so ein bisschen auf Preis-Leistung geachtet, Leute. Auf dem 5. Platz habe ich den guten Mike Manjan, also aka Faro, den ich dieses Jahr als Goldkarte super finde. Bei Torhüter macht es jetzt nicht unbedingt Sinn, auf die Stats zu achten. Man muss auch oft sagen, Leute, das ist so ein bisschen Gefühlssache. Viele Leute sagen irgendwie, Alisson ist richtig bad, bei mir ist er zum Beispiel gut. Torhüter-Position immer ein bisschen schwierig. Für mich 5. Platz, Manjan, der hält sehr gut, ist ein sehr stabiler, solider Torwart. Auf dem 4. Platz habe ich Thibaut Courtois, finde ich auch sehr, sehr gut. Er ist halt riesig, hat immer super Stats, hält sehr viel und hat eine gewisse Präsenz einfach im Tor. Dadurch, dass er wirklich sehr, sehr groß ist, kann ich auch jedem empfehlen. Jetzt wird es auch schon wieder ein bisschen teurer. Und zwar haben wir jetzt hier Yashin am Start. Den, finde ich, spielen sehr, sehr viele E-Sportler. Sehr, sehr nice dieses Jahr. Überraschenderweise, ich finde, besser als die letzten Jahre. Kann ich auch empfehlen. Aber es gibt gleich 2 Torhüter, die ich noch besser finde. Auf Platz 2 haben wir Edwin van der Sar. Auch wirklich sehr, sehr starke Karte. Sehr starker Torwart hinten. Vor allem geil, wenn man Van Dijk linken will. Sehr, sehr nice. Kann ich auch jedem empfehlen. Spiele ich selber auch immer sehr, sehr gerne in meinen Pro-Teams. Ja, der macht eigentlich auch ganz gut seine Arbeit, ist halt auch ein bisschen was wert. Also wenn ihr Cheap-Varianten sucht, Freunde, Manjan, Courtois, die wir gerade genannt haben, müsst ihr halt gucken, was linkt. Für mich ist die Torhüter-Position oft so eine Position, um auch einfach Chemie reinzubringen, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, die Torhüter nehmen sich halt oft nicht viel. Die absolute Nummer 1 ist Peter Schmeichel. Ich würde schon sagen, mit Abstand der beste Torwart dieses Jahr. Der rechte Außenverteidiger ist dran. Da haben wir auf dem 5. Platz Sambrotta, den ich selber auf dem RTG-Account gezogen habe und spiele. Vor allem nice, weil er ganz gut körperlich ist und 5 Sterne Weakfoot hat, plus mit Shadow auch noch sehr, sehr schnell ist. Defenden kann er auch. Der kann eben alles, Freunde, der kann auch gut passen und bringt eben auch nochmal ein paar Playstyles mit, vor allem dieser Ausdauer-Playstyle. Der kann immer durchspielen, ist eine sehr gute Karte, ist aber eben auch für eine RV-Position recht teuer. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Carlos Alberto und Cafu, das sind alles Icons, dadurch sind sie halt einfach ein bisschen teurer, aber alle drei würde ich auf Platz 5 sehen, eben aus dem Preis-Leistungs-Aspekt. Also ich selber würde jetzt keine Icons auf der Rechtsverteidiger-Position spielen, wenn ich nicht irgendwie Milliarden Coins habe. Auf dem 4. Platz haben wir Kyle Walker, der ist schon jedes FIFA gut gewesen. Ich muss aber sagen, dieses Jahr finde ich ihn ein bisschen schlechter als die letzten Teile. Durch seinen etwas schlechteren Antritt hat halt nicht so die krassesten Pace-Werte. Trotzdem mit Shadow, sehr, sehr nice Karte, sehr solide. Ist halt auch günstig, deswegen Walker kann man nie was falsch machen. Und ist halt auch Premier League, Link cool. Auf dem 3. habe ich Hakimi, weil er eben nochmal nach vorne besser ist als Walker und auch schneller ist. Trotzdem sehr gut verteidigen kann, trotzdem sehr stabil und robust ist in der Abwehr und trotzdem auch nicht klein ist. Hier darauf achten, auch mit Shadow zu spielen. Und dann hat der geisteskranke Tempowerte. Der kann nach vorne, nach hinten. Ist beweglich, alles Mögliche. Und wenn jemand mit dem vorm Tor steht, kann der auch gut abschließen mit 75 Schuss. Der macht die Dinger dann auch rein. Und deswegen haben wir Hakimi auf dem 3. Platz. So, auf dem 2. Platz haben wir Lorente Evo. Also wenn ihr ihn nicht gemacht habt, Leute, dann geht ihn jetzt machen. Der ist als ZM sehr nice. Der ist als Rechtsverteidiger sehr nice. Den solltet ihr unbedingt machen. Ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Karte. Und ich finde, man merkt einen krassen Unterschied von der Gold 84 auf die 87er, wirklich sehr, sehr nice, kann ich jedem nur empfehlen. Auf dem 1. Platz haben wir aber ganz klar Joao Cancelo und das ist auch ganz einfach und zwar, weil er einfach die wichtigsten Playstyles hat, ne? Technical Plus auf der Position als RV, sehr, sehr nice dieses Jahr, weil die halt oft auch mit gut nach vorne kommen und damit der 1 Dribbling ist der unfassbar schnell und trotzdem sehr, sehr gut im Verteidigen mit Shadow auch schnell genug. Deswegen für mich der mit Abstand vollkommenste und beste Rechtsverteidiger dieses Jahr. Also wirklich mit großem Abstand. Also Cheap-Varianten ist hier obvious. Da könnte man einfach Walker und Hakimi nehmen. Da brauchen wir nicht nochmal Zusatz. Wir machen weiter mit der Innenverteidigung. Auf dem 5. Platz haben wir dort Eder Militao, den ich auch gleichsetze mit Koundé und Marquinhos Trailblazer. Alles drei sehr stabile Karten und alle nicht allzu teuer. Kann ich jedem empfehlen. Da müsst
müsst ihr ein bisschen nach eurem Geschmack gucken. Ich persönlich finde Militaro besser. Ein anderer würde sagen, er findet Koundé besser. Der andere würde sagen, Marquinhos ist cooler. Ich feiere Militaro am meisten. Müsst ihr selber mal ein bisschen abchecken, was euch gefällt. Aber die drei Karten würde ich alle mal auf 5. Platz setzen und sind halt auch alles Cheap-Varianten. Und Militaro spiele ich selber zum Beispiel auch in meinem Main-Team. Auf dem 4. Platz habe ich Company gerankt. Hat sehr stabile Werte. Ich glaube, kostet um die 400-500k. Ähnlich wie ein Van Dijk, auch von den Zweikampf, von der Zweikampfführung her. Ist, muss man aber auch nochmal sagen, nicht, hat nicht diese geisteskranke Präsenz, die ein Van Dijk hat. Trotzdem wirklich sehr, 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 sehr gute Karte. Wenn ihr die Coins habt, könnt ihr machen. Und ich würde Company auf eine Stufe stellen mit einem Vidic und einem Blanc. Da müsst ihr halt selber schauen, okay, ich glaube, die kosten auch alle ungefähr im Preis relativ ähnlich. Ihr müsst keine 400-500k zahlen für die IV-Position. Da reicht auch locker eine Militao oder so. Deswegen auf dem 4. Platz haben wir Company, Vidic und Blanc. Alle drei zusammen auf dem gleichen Platz. Ich stelle manchmal auch 3-4 Spieler auf einen Platz, weil ihr dann messen könnt, wie gut ein Spieler ist. Also ich finde, wenn Spieler fast sich gegenseitig nichts nehmen und fast gleich gut sind, dann kann man das einfach mal auf einem Platz klären, weil es eben dann Spieler gibt, die einfach besser sind als diese drei, die ich genannt habe, aber halt auch schlechter sind. Und dann ist immer scheiße, wenn ich irgendwie sage, erster Blanc, zweiter, der, dritter, der, dann haben wir schon direkt 3 Spots vergeben. Deshalb, dass ihr das versteht, wenn auf Platz 4 3 Spieler sind, einfach weil sie alle ähnlich stark genug sind. Auf Platz 3 haben wir Lucio, weil er eben nochmal ein Ticken besser ist als ein Company Blanc, ein Vidic. Mit dem Block-Trade, der meiner Meinung nach extrem underrated ist. Also dieses Jahr haben wir ja Probleme, weil die Offensivspieler sind immer sehr gut, die kommen in den Strafraum rein und dann ist dieser Block-Trade, den ich auch bei Militao nice finde, eben gut, weil der dann geblockt wird. Ne? Manchmal stehen die Spieler davor, der wird einfach geschossen und der Ball ist drin. Mit dem Kollegen passiert das eben nicht und er hat natürlich auch bombastische Werte. Also mit dem mit Shadow, Leute, das ist Wahnsinn. Ich habe euch gesagt, ich achte auch ein bisschen auf Preis-Leistung und jetzt sind wir auf dem 2. Platz. Maldini, der teuerste natürlich, aber eben halt auch der Beste. War auch schon die letzten Jahre mit Shadow jetzt vor allem und dann 4 Sterne Weakfoot und Wahnsinn, Chat. Wahnsinnskarte. Was soll ich euch erzählen? Ne, wenn ihr die Coins habt für den, packt Maldini rein, gemeinsam mit dem 1. Platz. Und da haben wir mit ganz, ganz großem Abstand Van Dijk dieses Jahr. Ich habe Van Dijk im Form mir neu geholt, aber auch die Goldkarte. Wahnsinn und mit Abstand, mit großem, großem Abstand, die beste Innenverteidigerkarte dieses Jahr. Das ist der Wahnsinn. Jeder E-Sportler spielt sie. Und was der für eine Präsenz hat. Und vor allem, ich verstehe nicht, warum er mit 67 Antritt so unfassbar schnell ist. Aber er ist in-game sehr, 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 sehr schnell. Gewinnt jeden Zweikampf. Ist einfach Wahnsinn. Also, wenn ihr Coins habt, Van Dijk muss in eurem Team sein. Wir machen weiter mit der Linksverteidigerposition. Und da haben wir die Karchawi Triple Treat Karte am Start. Mit dem Rapid Playstyle. Und mit 5 Milliarden anderen Playstyles. Also, das ist eine super Karte. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist Wahnsinn, wie gut sie ist. Obwohl sie nur 1,60 Meter groß ist. 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot. Sie kann nach vorne. Sie kann halt nicht unbedingt schießen. Ist aber beweglich. Kann gut passen. Ist in der Abwehr sehr nice. Hat eine super Ausdauer. Kann man nichts falsch machen. Da könnt ihr auch zum Beispiel in der Inform spielen. Auf Platz 4 haben wir Butcher mit 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot. Hier muss man sagen, sie wird 100% eine 90er Karte bekommen. Deshalb auf Platz 4 vor Kachawi. Ne? Ich habe da schon ein bisschen mitgerechnet. Ist eine super Karte. Aber es gibt eben 3, die besser sind. Und das liegt meistens am körperlichen Aspekt, weil wir auf der Verteidigerposition sind und da braucht man eben auch die Physis. Auf dem 3. Platz haben wir Theo Hernandez, der ein Komplettpaket ist und relativ günstig. Superkarte, kann man nichts falsch machen, wenn man den holt. Der kann nach vorne, der kann nach hinten, der marschiert, der hat eine Ausdauer und Freunde, dieser Rapid Playstyle, den bitte nicht unterschätzen. Plus hat die Ausdauer. Super nice Karte. So, 2. Platz wird vielleicht viele überraschen, aber Davis, also meiner Meinung nach überhaupt keine Diskussion, der gehört komplett perfekt auf den 2. Platz. Superkarte, brutal nach vorne, nach hinten. Kann alles. Ist körperlich auch recht stark. Ist halt nicht klein, ne? 1,85 Meter ist eine Ansage. 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot. Auch Rapid Playstyle Plus. Nee, das ist gar nicht Rapid. Das ist hier schneller Schritt, aber ist irgendwie das gleiche schneller Schritt oder auch dieses Rapid. Beides wirklich sehr, sehr nice Playstyle für die AV-Position. Und deswegen hier auf dem 2. Platz Davis. Brutal. Da kann man nichts falsch machen. So, die mit Abstand beste LV-Karte. Da gibt es auch keine Diskussion. Und zwar Mondi Centurion. Deswegen kostet der halt auch so viel. 5 Sterne Weakfoot. Unfassbar schnell, kann krass verteidigen, hat eine super Größe, ist kreiseskrank mit der Physis, hat den Block-Trade, ist Rapid in Weiß. Also, hier brauche ich nicht viel reden, Leute. Das ist eine Wahnsinnskarte. Also, wenn ihr Coins habt, dann holt man die. Dann kommen wir jetzt auch schon ins Mittelfeld. Und da werde ich jetzt einfach ZM, also wir werden jetzt nicht ZBM, ZM und ZOM machen, sondern ich werde jetzt quasi alle mit zentralen Mittelfeldspieler ranken. Auf dem 5. Platz haben wir Valverde in Form oder Gold. Könnt ihr gucken, wie viele Coins ihr habt. Eine sehr stabile Karte. Der kann alles, der kann nach vorne, der kann nach hinten. Das ist immer wichtig im zentralen Mittelfeld, dass man da Box-to-Box-Spieler hat. Und ja, Playstyles sind am Start, Leute. Der wird nie müde, der kann die ganze Zeit durchspielen. Was underrated ist, by the way, als Playstyle.
und kann super lange L1-Dreieckbälle, ist sehr, sehr flink und sehr, sehr schnell. Valverde kann man nichts falsch machen. Den vierten Platz teilen sich die Frauen, und zwar Alexa Putellas, natürlich die bessere, und Bonmati. Aber beide, wie ich gerade auch schon gesagt habe, ne, ist ungefähr das gleiche von dem, was man vom Spielstil her hat. Deswegen, wenn ihr nicht die Coins für Putellas habt, könnt ihr euch Bonmati holen. Beide auf dem vierten Platz, super. Die sind jetzt beides nicht so die krassesten Defensivexperten, die können aber auch verteidigen, sind aber eher offensiv gerichtet. Also wirklich super, vor allem Putellas, Wahnsinn. Ich glaube, jeder E-Sportler spielt sie auch gefühlt. Und super Werte, kann man nichts falsch machen. Auf dem dritten Platz haben wir Yaya Touré. Ich weiß, sehr teuer. Ob ihr diese Triple Treat Hero holt oder die andere Hero, beide sehr, sehr krass. Aber hier hat man wieder einen Allrounder, der nach vorne kann, der nach hinten kann, physisch gut ist, verteidigen kann, Tore schießen kann, schnell ist, Kopfbälle gewinnt, alles Mögliche. Deswegen Yaya Touré auf dem dritten Platz. Perfekter Mann. Bellingham haben wir auf dem zweiten Platz. Eigentlich 1:1 das gleiche wie bei Yaya, was ich gerade gesagt habe. Nur der einzig wichtige Punkt, Technical Plus. R1-Dribbling unfassbar stark, vor allem im Zentrum immer sehr nice. Mit R1-Dribbling diese Räume zu überspielen, wenn man ein bisschen Raum hat. Dass man nicht im Sprint da reingeht, sondern mit dem R1-Dribbling. Trailblazer Bellingham kann das, deswegen diese Karte auf 2. Wenn ihr jetzt die POTM habt, würde ich vielleicht sogar Yaya ein bisschen davor sehen. Trotzdem auch hier, wenn ihr Cheap-Varianten wollt, tut euch Bellingham Gold, der macht es auch super. Trailblazer Bellingham auf zweiten Platz. So, auf ersten Platz muss ich ihn stellen, Freunde. Ich weiß, unfassbar teuer und kein Mensch kann ihn sich leisten, aber muss ich halt, weil es ja Top 5 Spiel auf jeder Position ist. Ruud Gullit, Bruder, er ist, also, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Also, was ist Wahnsinn, was der Typ da auf dieser Position macht, schon seit Jahren. Und wenn ihr Coins habt, holt euch den, aber ich glaube, ich bezweifle, dass wir alle Coins haben. Ich bezweifle, dass wir alle vor Juni den spielen können, aber dieser Gullit ist Wahnsinn. Wir machen weiter mit dem rechten Flügel, mit vielleicht einer der schwierigsten Positionen. Da habe ich direkt mal auf dem fünften Platz die ganzen Icons reingepackt. Also ob das Jairzinho ist oder Garrincha, eigentlich nur die beiden. Packe ich auf dem fünften Platz, sind natürlich sehr gut, aber halt auch sehr teuer. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, wenn ihr nicht zu viel Geld habt. Die haben 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot, glaube ich sogar beide. Jairzinho der etwas bessere, würde ich sagen. Aber würde ich, glaube ich, nicht mal krass empfehlen. Ist halt Top 5 Spieler auf der Position. Aber ich finde auch solche Spieler für so Preise zu holen nicht sinnvoll. Auf Platz 4 habe ich Salah. Und da bitte die Finger weg von dem Trailblazer, der Technical hat. Hier geht es wirklich darum. Salah ist an sich natürlich super Werte. Aber der 3-Sterne Weakfoot ist eine Katastrophe. Vor allem dieses Jahr. Aber durch sein Playstyle Plus mit dem Finesse hat er halt ein krasses Standing. Immer mit dem linken Fuß angeschnitten. Ist dabei gefühlt jedes Mal drin. Deshalb Salah hier auf dem vierten Platz. Ich bin kein großer Fan von ihm in Game, sage ich euch, wie es ist, aber dem muss auch in dieser Liste sein. Auf Platz 3 habe ich eine Frau, und zwar Sophia Smith, 1,64 Meter, 5 Sterne Weakfoot, unfassbar schnell, kann sehr viele Positionen, brutal im Abschluss, brutal im Dribbling, super Physis, also Ausdauerwerte und auch relativ stark mit 83 Stärke, plus hat richtig coole Playstyles, also hier Smith, unfassbare Karte, würde ich auch viel besser als Salah werten. Natürlich ist auch die Goldkarte sehr nice, aber die Trailblazer hat halt auch nur plus 1, also ihr könnt auch theoretisch die Goldkarte holen, wenn ihr bisschen günstiger gehen wird. Sie spiele ich, by the way, auf meinem Frauen-Account. Also die Goldkarte. Auf dem zweiten Platz Dembélé, den spiele ich in meinem Main-Team. Superkarte, 5 Sterne Skills, 5 Sterne Refoot. Hat man eigentlich nicht viel zu meckern. Beweglich, kann ganz gut schießen. Die Karte sieht etwas schlechter aus, als es dann im Spiel so wirkt. Also der macht schon souverän die Bälle rein. Kann ich da gar nichts entgegensetzen, und vor allem Linksfuß ist immer ganz nice. Aber man muss auch sagen, auch auf der Position wieder, Caroline Hansen ist eben mit Abstand die beste Karte, die man als RF aufbauen kann im Team. Quasi. Und da vor allem der Trailblazer auch mit diesem Finesse Plus, das ist Wahnsinn. Guckt euch diese anderen Playstyles an, auch brutal. Werte sind sowieso geisteskrank. In-game lässt sie sich wahnsinnskrass spielen. Kann ich euch nur empfehlen. Hansen, die absolute Nummer 1. Wenn ihr Coins habt, müsst ihr sie holen. Wir machen weiter mit dem linken Flügel. Da fangen wir an mit Jamal Musiala Centurion, den ich auf dem RTG spiele, den ich geisteskrank mag. Eben auch wegen wieder R1-Dribbling, Playstyle Plus, Technical. Ist sehr, 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 sehr stark. Also mit Davis kann man gut linken. Würde ich euch auch empfehlen. Die Kombi ist immer sehr nice. Kann man nichts falsch machen. Der kann nach vorne alles. Und im Zweifelsfall kann man den auch im ZM spielen mit Shadow. Der kann nämlich auch ein bisschen verteidigen. Würde ich euch aber jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber könnt ihr probieren. Wenn ihr ein bisschen offensivere ZMs mögt, dann gerne Jamal da reinpacken. Der ist nämlich dieses Jahr richtig krass. Vor allem seine Außenschüsse sind der Wahnsinn, Leute. Nummer 4, Neymar. Ja, viele haben es gesehen, auf den E-Sportler-Turnieren und so wird Neymar gezockt, immer als Super-Sub. Super-Karte. Also ich meine, wenn ihr sie einbauen könnt, eine Wahnsinnskarte, hat gefühlt hier alle akrobatisch, ballempfindlichen, technischen Stats und Playstyles sind alle Wahnsinn. Und auch dieses Jahr könnt ihr Neymar zocken. So, ich glaube, viele würden jetzt nicht damit rechnen, aber auf dem dritten Platz haben wir Di Natale, auch natürlich
primär wieder wegen dem Finesse Plus Playstyle. 4-Sterne-Skills, 4-Sterne-Report auch nice. Seine Werte sind super, spielen auch einige E-Sportler. Dieser Finesse Plus Trade katapultiert ihn eben auf Platz 3 in dieser Liste. So, den Mann spiele ich im Main Team auch. Zweiter Platz, Vinicius José de Oliveira Jr. 5-Sterne-Skills, 4-Sterne-Report, brutale Karte, hat einen super guten Abschluss. Ganz wichtig, und der schießt wirklich alles rein. Den kann man auch als Stürmer spielen, by the way. Also wenn ihr keine Coins habt für so einen Mbappé oder so und ihr seid noch auf der Suche nach einem Stürmer, kann man den so als, ich sag jetzt mal, etwas günstigere Variante zu Mbappé spielen. Ich finde den nämlich sehr ähnlich zu Mbappé. Vinicius brutal. Ihr wisst alle, wer der beste linke Flügel ist in diesem Spiel. Und zwar ist das der gute Heung-Min Son, Player of the Month, Freunde. 5 Sterne Weak Foot, Wahnsinn, 4 Sterne Skills, brutale Werte und dann noch oben rein, als würde das nicht reichen. Raserei, schneller Schritt und noch den Finesse Plus. Also das ist der Wahnsinn. Natürlich hier auch Son Inform nice. Ich würde den Trailblazer nicht spielen, sage ich euch, wie es ist. Aber POTM Son, Wahnsinn. Jetzt kommen wir zur Stürmerposition und das ist nicht so ganz leicht mit euch jetzt. Hier fange ich jetzt mal von vorne nach hinten an. Auf Platz 0 haben wir R9. Okay, also R9 ist klar, ne? Kann sich aber kein Mensch, kein normaler Mensch leisten. Ich kann es mir auch nicht leisten. Ich bin auch ein normaler Mensch. Das können sich nur wahnsinnsmäßige Menschen leisten. Viele fragen, wer ist besser, Mbappé oder Ginola? Ich sag Mbappé, weil ich einfach Übersteiger sehr gerne mag und dieses Durchlaufen sehr, sehr gerne mag. Brutale Werte, sehr schnell, sehr dribbelstark, kann alles. Wir kennen ihn alle, Leute. Wahnsinnskarte, kann man nicht viel sagen. Also über den braucht man sich nicht beschweren. Wenn man den vorne hat, dann liegt es auf jeden Fall nicht mehr am Team. Dicht auf dem zweiten habe ich dann Ginola. Leute, ich nehme jetzt mal die Special Cards, ne? Aber ihr müsst nicht auch immer die Special Cards holen. Also da ist natürlich sehr obvious, dass auch der andere Ginola krass ist, aber einfach jetzt für den Flex habe ich den Ginola da drin. Ist viel cleaner als Mbappé im Abschluss durch 5 Sterne Weak Foot, aber Mbappé ist halt einfach schneller. Und das ist halt einfach der Aspekt, warum ich Mbappé mehr mag. Aber Ginola ist so nicht Platz 2, sondern Platz 1,2 eigentlich. Und Mbappé 1. Also ist wirklich so ein minimaler Unterschied. An manchen Tagen sage ich sogar manchmal, Ginola ist besser. Also kommen wir ein bisschen auf den Moment an. Sehr knappe Sache. Platz 3 haben wir Pelé, Eusebio, Cruyff. Also die alle würde ich jetzt einfach mal auf Platz 3 tun. Die sind alle drei krass, aber sind auch alle drei unfassbar teuer. Deswegen kann sich eh kein Mensch leisten. Deswegen skippen wir weiter. Auf dem vierten Platz habe ich jetzt extra mal zwei Spieler, die ungefähr den gleichen Spielstil haben. Und zwar einmal Rafael Leão. Kann man vorne im Sturm sehr nice spielen. Ist auch wieder ähnlich wie Mbappé, nur ein bisschen günstiger und ein bisschen schlechter natürlich. Da macht man auch nichts falsch vorne, kann man holen, ist robust, ist sehr schnell, hat einen guten Abschluss, 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot, sehr nice. Den POTM würde ich by the way nicht empfehlen. Holt euch den Trailblazer, der hat auch diesen Finesse Trade wieder, ist sehr, sehr geil. So, und ich weiß zwar ehrlicherweise nicht, wer das hier ist, aber Joao Pedro, geisteskranke Werte. Ich habe den, glaube ich, sogar auch mal im Draft gespielt und erinnere mich, dass der sehr, sehr nice war. Ich glaube, kostet ungefähr 400-500k. Brutaler Abschluss, 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot, Physis gut, 99 Sprungkraft, 99 Kopfballpräzision. Also Leute, das ist eine kranke Karte. Spielt die, Alter. Holt die euch, wenn ihr den noch nicht auf dem Zettel hattet. Auf der 5 habe ich jetzt mal etwas anderen Spielstil, sondern so klassische Neuner. Ich spiele zum Beispiel Kane als auf RTG und finde den überraschend stark. Also der macht eh alles rein. Ich spiele den mit Hunter. 5 Sterne Weakfoot, jeder Ball vorne ist drinne. Der macht Bälle fest, ist körperlich gut, hat sehr gute Pässe. Kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ist, glaube ich, auch nicht so unfassbar teuer. Ähnlich dazu gibt es natürlich noch Lewandowski, der ein bisschen schneller ist und auch am Ball besser ist mit Dribbling und so. Ich glaube aber irgendwie trotzdem durch 5 Sterne Weakfoot, dass Kane einfach der bessere Stürmer ist. Aber die nehmen sich nicht viel, sind sehr, sehr ähnlich. So, jetzt werde ich euch nochmal kurz die Cheap-Varianten aufzählen in so einer ganzen Reihe. Also Torhüter würde ich euch empfehlen, Courtois. Rechtsverteidiger Walker Hakimi. Innenverteidigung Militao Koundé. Linksverteidigung Mondi Theo. Dann im ZM sowas wie De Jong, Bellingham. Dann linker Flügel Son, Neymar. Rechter Flügel Dembele Gold oder Selma Paraluelo. Und im Sturm hat man sonst Kundananji in Form. Ist auch eine Frau, finde ich sehr, sehr gut. Rashford ist sehr, sehr gut. Assisat Oswala ist sehr, sehr gut. Smith haben wir geredet, ist sehr, sehr nice. Das wären dann alles gute Cheap-Varianten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, da verpasst ihr hier gar nichts mehr. Und heute Abend spiele ich auch ein Pro-Turnier auf Twitch, also kommt gerne auf in den Twitch-Stream. Und jetzt viel Spaß beim Testen dieser Spieler. Einsamer Wolf auf dem Weg ganz allein, denn der Glaube an mich selbst wird mein Wegweiser sein.